Auch wenn ihre Blüten an Orchideen erinnern, gehören Krötenlilien, wie ihr Name schon sagt, zu den Liliengewächsen. Die winterharten Pflanzen sind trotz ihres exotischen Aussehens eher weniger bekannt und werden erst seit wenigen Jahren regelmäßig im Handel angeboten. Ein halbschattiger Standort ist ideal, aber Krötenlilien kommen auch an sonnigen Plätzen gut zurecht. Es existieren verschiedene Farbvarianten, wodurch sich die Pflanzen gut in Blumenbeeten mit anderen Blühpflanzen kombinieren lassen. Je nach Sorte werden sie zwischen 30 und 60 cm hoch, manchmal wachsen sie auch höher. Kleinere Exemplare sind etwas anfällig für Schneckenfraß, wie man an dieser Pflanze sehen kann. Gerade zu Beginn der Wachstumsphase sollte hier regelmäßig auf Schnecken kontrolliert werden. Krötenlilien breiten sich zwar relativ schnell aus, brauchen jedoch lange bis zur Blütenbildung. Sie treiben im Frühjahr aus, beginnen üblicherweise aber erst spät im Sommer zu blühen. Dann allerdings blühen sie bis weit in den Herbst hinein. An den Stielen sitzen meist mehrere Blüten und es bilden sich immer wieder neue. Das sorgt dafür, dass diese Stauden für viele Wochen blühen. Da einige Farbvarianten pink oder rosa gesprenkelt sind und deswegen an Orchideen erinnern, werden Krötenlilien gelegentlich auch als Gartenorchideen vermarktet. Wie erwähnt, sind sie aber nicht mit Orchideen verwandt. Wenn der Standort sehr schattig ist, wachsen die Pflanzen nur schwach und entwickeln weniger Blüten. Allgemein ist für ein gutes Wachstum ein lockerer, humoser Boden vorteilhaft. Krötenlilien wurzeln flach und breiten sich über ein Wurzelgeflecht in der oberen Erdschicht aus. Wenn der Standort gut geeignet ist, kann das sehr schnell gehen. Vor allem, wenn der Boden gut feucht gehalten wird. Längere Trockenphasen sollten vermieden werden. Auch wenn die Pflanzen gut winterhart sind, ist ein Schutz aus Laub oder Reisig rund um den Wurzelbereich empfehlenswert. So wird sichergestellt, dass die Wurzeln keinen Schaden nehmen und die Krötenlilien im Frühjahr wieder gesund und stark austreiben.